Hi, Leute, willkommen zurück zu Banishers. Wir sind gerade auf dem Weg, die Bestie zu erledigen. Oder sie uns. Mal gucken. Ich hoffe, diesmal gibt es wieder ein bisschen mehr Story, nicht so viel Gekämpfe. Wäre ganz cool, auf jeden Fall. Und da liegt schon wieder der Leiche. Ja. Willst es mir also schwer machen? Verstärkung! Gleich kommt der Schuss. Bereit für den Einsatz. Jo, das war's schon. Ah, guck mal, hier ist wieder so ein Altar. Sehr gut, da kriege ich wieder mehr Lebensenergie. Sehr schön. Gib mir alles. Meins, meins, meins. Ich fühle das Leben in mir anschwellen. Erstaunlich. Ach ja. Okay, das war jetzt für sie. Wie kann sie das Leben anschwellen fühlen, wenn sie tot ist? Noch mehr Spuren. Unsere Beuten. Ja, aber es stoppt zu reden. Der Stoff kommt mir bekannt vor. In Dulens Sachen waren Fetzen davon. Sie sollten zweifellos den Weg zum Lager markieren. Oh. Bin ja mal gespannt, was das für eine Bestie ist. Auf jeden Fall hatte die ein Geweih. Das hat mich so ein bisschen an Waldschrat erinnert von Witcher. Was man gesehen hat, zwar nicht viel, aber... Ich finde es schon geil mit der Flinte irgendwie. Aha. Oh oh. Ja, yeah. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Alles mir doch egal. Ja, ja, ja. Such dir einen anderen Weg. Peiniger zuerst. Ich hab hier was für dich. Das Schlimme ist, dass die immer so blöd ausweichen, diese Viecher. Das muss doch nicht sein, Kinder. So, was haben wir denn? Daneben geht's noch rauf. Beziehungsweise nicht. Ich mag Fragezeichen. Ich mag sie wirklich. Natürlich ist die Brücke zerstört. Eine intakte wäre ja auch zu viel verlangt. Aha. Oh, das ist die Hütte. So, es gibt wieder dasselbe wie immer. Oh. Es ist noch nicht vorbei. Oh, was ist hier? Da ist die Spur von der Bestie wahrscheinlich. Ist hier noch was? Wenn sie schon so anschlägt. Guck mal, ich glaube, die Partikel, die gehen auch in die Richtung, wo das hinführt, oder? So ein bisschen. Zieht sie mich darüber gerade.
Aha. Da ist wieder ein Sprung versteckt. Ich glaube, ein Weg auf die andere Seite ist in der Nähe. Ja, ich sehe es schon. Boah, es ist schon immer wieder so ein bisschen ein kleines Erlebnis hier, der Sprung. So, jetzt kann ich wahrscheinlich hier das Seil runterlassen. Da. Wir kommen hier näher. Alter. Ja. Das ist voll krass übrigens. Ich habe immer noch das Force Feedback mit der PlayStation, mit dem PlayStation Gamepad hier. Also es ist ein bisschen schwieriger, den Stick reinzudrücken übrigens, wenn man zielt und schießt. Ist voll geil, dass es einfach so übertragen wird auf den PC. Beziehungsweise, dass Windows mittlerweile so weit ist und das unterstützt. Nicht nur das Xbox Gamepad von halt vom hauseigenen Hersteller. Finde ich gut. Aber ich muss auch ehrlich gesagt, also kein Hate, aber ich mag das PS Gamepad auf jeden Fall lieber als das Xbox. Ich weiß nicht, das liegt mir besser in den Händen. Ich habe halt sehr große Hände. Wow. Da ist noch einer. Au. Verbannen. So sieht's aus. Ist das denn wieder Stoff? Vielleicht führt die Spur zur zweiten Gruppe. Wohl oder übel. Oh. Hört sie das? Ein Schlüssel. Ein bisschen unheimlich hier, die Geräuschkulisse. Ah, gut, direkt den Schlüssel gebraucht, sehr fein. Ein Schützenkampfanzug. Ah, jetzt habe ich extra den hier. Was macht der denn? Physische Resistenz. Nee. Gewehre verursachen auf lange Distanz bis zu 50% mehr Schaden. Lustig, dass die denselben Effekt haben. Hat weniger Vitalität. Was? Warte mal. Es geht runter auf 69 Vitalität. Von 95. Dafür habe ich nur mehr Geschick. Alter. Nee, lass mal. So oft schieße ich jetzt auch nicht. Und selbst wenn die Schämen, die lassen sich teilweise echt blöd treffen. Aha. Was haben wir denn hier über die Natur der Schemen? Ihr, junge Hexe, nennt sie Geister. Die Geister der Toten, die durch unerledigte Geschäfte, ungelöste Konflikte oder ungerechtes Unrecht an unsere Welt gebunden sind. Geister, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ins Jenseits überzutreten. Aber es gibt auch andere Geister. Ei, Geister können den Grund für ihre Existenz vergessen. Geister können ihre Bindung verlieren, aber dennoch verweilen. Schemen nennen wir diese Exemplare. Geister sind Geflechte von Erinnerungen und Gefühlen, die Summe eines Lebens, das vorüber ist. Sie wissen, wer sie sind, denn sie wissen, wer sie einst waren. Schämen fehlt dieses Bewusstsein. Sie wissen nicht, was oder wer sie sind. Übrig bleiben nur pure Emotionen. Ihres Gedächtnisses beraubt, ihres Charakters entrissen, sodass am Ende nur ein einziges Gefühl bleibt. Oft hässlich, aber stets rau. Schämen sind selten zufrieden, getrieben von Zorn, Vergeltung, Eifersucht, Hass. Sie wissen nicht mehr, wer ihnen Unrecht angetan hat, und es ist ihnen auch egal. Ihr Verlangen nach der Wärme der Lebenden kann nicht befriedigt, ihr Durst nicht gestillt werden. Komplex und widersprüchlich, immer hungrig und doch fähig zu Liebe und Furcht, Scham und Wut, Freude und Schmerz, verweilen sie. Schemen haben ihre Persönlichkeit verloren und den Grund für ihr Dasein vergessen.
Ich verlange nicht, dass ihr sie liebt. Ich verlange nicht, dass ihr ihnen verzeiht. Sie sind eine Gefahr für die Lebenden. Eine Gefahr, vor der nur wir Hexen und Hexer diese schützen können. Aber auch wenn Schemen vergessen haben, dass sie einmal lebendig waren, dürfen wir dies nicht. Schemen sind nicht unmenschlich, sondern menschliche Tragödien. Sie haben ein Schicksal erlitten, das schlimmer ist als der Tod. Vor einem solchen Schicksal müssen Hexen und Hexer nicht nur die Lebenden bewahren, sondern auch die Toten. Ah ja. Ja, ist schon richtig so. Ah, guck mal, da geht die Spur durch. So, war das jetzt das... Nee, das war nicht das... Doch, das war das Fragezeichen, die Kiste. Verlassene Besitztümer. Jo. Wow. Red. Die vermissten Siedler. Oh, shit. Oder was die Bestie von ihnen übrig gelassen hat. Bei Gott. Die Lage war hoffnungslos. Hier gibt Kacke. Es keinen Gott. Warte mal, da kann ich dir bestimmt ein Seil runterlassen hier. Wow. Jo. Da kann ich das Seil runterlassen. Ah, ist cool. Ich hoffe, ich habe hier keine von diesen Dingern vergessen zum Abschießen. Aber wahrscheinlich habe ich schon eins übersehen. Ich kenne mich. Au! Die Jungs sind da. Oh, sind Fußspuren. Sie werden aggressiver. Oh, lass es, Fifi. Bannen ist echt super. Aber ich finde trotzdem es unnötig, dafür Punkte zu opfern, irgendwie, dass ich was anderes einschränke dadurch. Jetzt meine Sude zum Beispiel, das ist voll übertrieben. Ich muss halt öfter mal in die Bäume gucken, dass ich die halt immer sehe, ne? Aber ich weiß ja doch gar nicht mal, was es dafür gibt. Also die Gegenstände, klar, ja, aber was kann man mit denen anfangen, ist die Frage. Wahrscheinlich irgendwas bei der Hexe eintauschen, weil dafür habe ich auch diese Zaubersteine da. Alter, die Maden. Oh, die armen Leute. Scheiße, das waren ganz schön viele, ha? Er macht sich überhaupt keine Sorgen, weißt du, wir sind hier ganz allein. Gut, ich meine, wir haben Antea, aber trotzdem ist er ganz alleine im Prinzip. Er ist ja noch nicht mal ein voll ausgebildeter Verbanner, er ist ja quasi noch in der Ausbildung. Ach, komm mal, hier kann man wieder rasten. Und dann will er sich... Stimmen, die sich nach Erlösung sehnen. Die Geräusche kommen von den Spektralnetzen. Da will er sich hier ganz alleine dem Vieh stellen. Im Verborgenen. Würde unsere Liebe immer wären, doch ich leide meine Liebeswunden schwer. Ich hasse dich. Oh nein! Ah! Ah! Rico! Ah! Oh. Ein Echo der zweiten Gruppe. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Das ging wohl echt schnell, ha?
Nie abgeschickter Brief. Liebster Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Auch wir haben nun doch New Eden Town verlassen müssen. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste angeführt von den Newsmith-Schwestern, die zweite von Nicholas Doolan. Den Helden, die unsere Kinder vor dem Fluch gerettet haben. Möge Gott sie beide segnen. Oh Mann. Ja, die zweiten haben es halt nicht geschafft. Wir haben uns Doolan angeschlossen und der Start der Expedition ist relativ reibungslos verlaufen, bis uns der Regen kalt erwischt hat. Seit zwei Tagen nun schon tropft es von oben herab und die Luft wird immer schwerer. Vor allem mit dir, mir mit meinem schwachen Herzen fällt das Atmen schwer. Der Doktor würde mich rügen, würde er mich so sehen. Ich habe Angst vor Gewittern. Der Wind ist stärker geworden und der Himmel, der bereits von den Bäumen verdunkelt worden war, ist nun gar nicht mehr zu sehen. Als ob das noch nicht genug wäre, Entschuldigung, hat sich einer aus der Gruppe verletzt. Sie ist auf einer Wurzel ausgerutscht und hat sich den Knöchel verdreht. Deshalb muss ich nun ihre Tasche schleppen, während ein anderer sie tragen muss. Ich hoffe, wir kommen bald an unserem Ziel an. Oh je. Die armen Leute. Sie hatten nichts Falsches getan. Selbst mit einem guten Schützen war die Expedition ein Glücksspiel. Tja. Die wollten halt einfach nur weg aus Duiden und dann sind sie alle draufgegangen hier wahrscheinlich. Etwas versteckt sich. Ich könnte einen ganzen Ochsen verdrücken. Wir haben gerade erst Brot gebrochen, Emily. Ein hartes Stück Brot und stinkender Käse sind keine Mahlzeit, liebste Schwester. Hey, Samuel, wann halten wir das nächste Mal an? Lass dein Gemeckere und schieb den Karren. Wir sind da, wenn wir da sind. Sieht so aus, als würde gleich wieder was aufstehen, ne? Alter, das ist viel Blut. Ich muss leider nochmal auf die Karte, aber ich komme hier wohl nicht durch jetzt. Ich komme erstmal das Lager, glaube ich. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Da, aber ich gehe jetzt erstmal zum Lager. Hier drüben. Sieh mir. Feinde! Ich stehe bereit. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Wie kann er die überhaupt verletzen mit der Waffe, frage ich mich halt immer noch, ne? Hast du das gespürt? Es ist nah. Und das Lager holen hier. Ein Unterschlupf, wenn du dich an einem Feuer aufwärmen willst. Jo. Was haben wir denn hier? Mutters Tagebuch, New Eden, 6. Dezember. Mann, 1694. Die Kinder schlafen. Wir fürchten uns davor, wie still das Haus sein wird, wenn die Kinder erst weg sind. Gouverneur Haskell in seiner Weisheit wird die Kleinen zu Freuden und Familien in Boston, Concord, Charlestown und oder Charleston und sonst irgendwo hinschicken. Wo sie in Sicherheit sein werden, bis wir den Teufel wieder in die Wildnis gejagt haben. Die Jägerin Thickskin und wird sie führen, zusammen mit Nicholas Doolan, der uns versichert, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Wir schenken ihnen unser Vertrauen, aber wir vergießen auch bittere Tränen. Also, ich find's übrigens erstmal auch nicht toll, wenn Kinder draufgehen in Spielen, aber das hätten sie jetzt konsequenter eigentlich durchziehen können, dass ja auch Kinder bei gestorben sind. So blöd's klingt, aber dass man halt das jetzt quasi damit ja, so rechtfertigt, wir müssen keine Kinder killen in dem Spiel, aber es, ja, ich wette es, also wäre das wirklich so geschehen, dann wären ein Haufen Kinder dabei gestorben, leider. Na egal. New Eden, 7. Dezember 1694. Im Haus herrscht Stille. Mein Ehemann hat einmal mehr zu den Waffen gegriffen. Die kleinen Bettchen sind leer. Die Kinder werden heute ihren Weg in die Sicherheit unter freiem Himmel nächtigen. Nochmal. Die Kinder werden heute auf ihrem Weg in die Sicherheit unter freiem Himmel nächtigen, während Thickskin, Newsmith und Nicholas Doolan über sie wachen werden. New Eden, 9. Dezember 1694. In der ersten Nacht konnte ich schlafen und habe von Wölfen und Bären und von Schlimmerem geträumt. Und von schreienden Kindern, bis ich schließlich schweißgebadet voller Schrecken aufgewacht bin.
Am Schlaf war danach nicht mehr zu denken. In der zweiten Nacht konnte ich kein Auge zutun. Heute Nacht muss ich schlafen. Möge Gott meine Träume behüten. Luiden, 10. Dezember 1694. Ich habe von der Hölle geträumt, von Peter und Mary, wie sie tot im Matsch liegen, zerfetzt und blutüberströmt. Von Geistern und Dämonen. Als ich aufgewacht bin, habe ich meinen Ehemann weinen gehört. Aber dann wurde es laut draußen. Tixkin ist zurück, habe ich sie rufen hören. Wir sind sofort aus dem Haus gerannt und haben uns um Tixkin und Dulin versammelt, welcher mit einem Lächeln auf den Lippen die frohe Kunde verbreitete. Die Kinder sind in Sicherheit. Gott segne sie. Denn auch wenn unser Haus nun leer ist, sind unsere Kinder sicher. Ja, und Waisen sind sie jetzt auch noch dazu. Was haben wir hier noch? King James Bibel, die, ja. Das haben wir jetzt jedes Mal irgendwie gefunden, das Buch. Wo ist der Luftzug? Aha. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Spiel's noch länger ab, bitte. So 5 Minuten. Zermalmte Knochen und zerfetztes Fleisch. Holy shit. Hier drüben. Da pulsiert was. Okay. Eine Liste persönlicher Habseligkeiten. Mutters Silberspiegel, Kamm, Familienporträt, Bibel, Mantel, Decken, Schuhe, Socken, Kleidung. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Hä? Das treffe ich doch gar nicht. Ach so, ah. Jetzt kann ich's sehen. Stimmen von Geistern besudeln diesen Ort. Erstmal das am Wagen noch. Hä? Und jetzt? Hä? Achso, ich hab das. Ah, ja. Aha, Hundepfeife. Eine aus Holz geschnitzte Pfeife, die Thickskin den Siedlern der zweiten Expedition gab, die sie auch Red gegeben hat. Wow. Iris! Dein Vater ist verletzt und kann nicht mehr laufen. Wir müssen rasten und die Wunde versorgen. Wir müssen Unterschlupf finden. Die kalte Nacht bringt uns alle um. Feuer lockt die Wölfe an. Genau wie diese verfluchte Pfeife. Die Wölfe sind bereits hier. Und wo bleibt Nicholas mit Hilfe aus Thickskins Lager? Wo bleibt unsere Erlösung? Wir rufen noch einmal um Hilfe. Thickskin wird kommen. Sie hat es geschworen. Die Pfeifen locken doch nur die Wölfe an. Hilfe wird kommen. Hilfe wird kommen, ich weiß es. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Die Jägerin hat uns getötet. Verrotte in der Hölle, Thickskin Newsmith. Verrotte in der Hölle. Am Ende hat sie vielleicht sogar recht und die lockt wirklich damit nur die Wölfe an. Stirb, du Drecks!
Drecksau! Du Drecksau! Ja, yeah, Headshot! Headshot! Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz! Wegen Verstärkung! Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz! Alles weg, wir spielen hier einen Shooter immerhin, oder? Das ist Thickskins Werk. Diese Leute hatten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Sie hat sie belogen, zu ihrem eigenen Schutz. Was? Ihre Leben waren der Einsatz und sie haben verloren. Sie traf Entscheidungen mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Dafür werde ich sie nicht verurteilen. Okay. Alter. Ja, ich sag ja, lass noch länger laufen, bitte. Tut mir leid. Sage mal. Show me the extended suffering, bitte. Ja. Mir auch. Die zweite Gruppe ist auf furchtbare Weise gestorben. Alter. Aber nicht durch die Geißel. Und doch muss es eine Verbindung geben. Warum sollten hungrige Wölfe frisches Fleisch nicht anrühren? Ja, es ist echt ein bisschen ungewöhnlich, oder? Dass sie die einfach nur getötet haben und selbst wenn Wölfe hungrig sind, die machen das nicht einfach so. Menschen angreifen. Diese Krallenspuren sind kleiner als die, die wir zuvor gefunden haben. Gerade wenn es mehrere Menschen sind. Und hier ist, glaube ich, auch ziemlich viel Wild im Wald, also... Die Spuren beginnen bei der Expedition und werden im Laufe des Wegs immer größer. Die umliegenden Bäume wurden von einer großen Kraft angezogen. Die Bestie hat sich aus den Schemen der toten Siedler gebildet. Hier ist es passiert. Ja, wundert mich die nicht. Die Siedler waren Ja. Die Bestie besteht aus den Schemen der vermissten Siedler. Die Bestie ist eine rachsüchtige Geißel. Eieieiei. Zahlreich. Die Geißel wird verdammt groß sein. Die armen Leute mussten hilflos sterben, voller Wut. Ja, und jetzt suchen sie noch den Rest der Siedler heim. Würden sie sich einfach Thickskins snappen, dann wäre das alles viel schneller vorbei wahrscheinlich. Oha. Na, was erwartet uns hier wohl? Ich tippe mal auf einen juicy Bosskampf. Bist du bereit für das Ritual? Nein, aber wir machen es trotzdem. Sie sind verdammt mutig. Wahrscheinlich können wir Thickskin dafür dann auch wieder verdammen, hä?
wo immer du bist. Na los, zeig dich. Red. Es steht hinter mir, oder? Ja. Natürlich. Jedes Mal das Gleiche. Alter. Okay, das ist verdammt creepy. Na, du bist auf jeden Fall zu groß, um ein Wolf zu sein. Eine Geißel. Gestaltgewordene mörderische Wut. Wir wollen dir kein Leid zufügen. Wir wissen über die Wolfspfeife Bescheid. Die Pfeifen, die dir Fixkin gegeben hat. Oh, Scheiße! Eieiei. Ganz ruhig. Au. Gerade fliegen, was? Oh, Mist, das war. Du bist nicht gerade flink, was? Das hat gar nichts gebracht. Warum hat das nichts gebracht? Du bist nicht gerade flink, was? Flink, was? Verflucht! Zeit für meinen Auftritt.
Konzentrier dich auf die Spektralspuren. Den fand ich ziemlich cool, den Kampf. Es hat seinen Verräter beim Namen genannt. Es war nicht Thickskin. Es war Kate. Hat ihren Namen mit nur einer Stimme gesagt. Mit ihrer Stimme. Der Stimme des Albtraums. Bist du dir sicher? Absolut sicher. In dieser Kreatur verbirgt sich ein Teil meines Mörders. Rettet uns! Rettet uns! Thickskin und Kate, beide beschuldigt. Gibt's in diesem verdammten Wald überhaupt jemanden, der unschuldig ist? Dann war sie also echt? Diese Bestie? Wie konntest du mir auf meinen Streifzügen durch den Wald nur entgehen? Weil es nicht euch wollte, sondern eure Schwester. Ihr bleibt Schotte. Ich kann euch noch gebrauchen. Ihr habt ihnen Hundepfeifen gegeben. Ihr habt sie zum Sterben geschickt. Hätten sie das Zeug dazu gehabt, hätten sie es geschafft. Und ich hätte auch von ihnen Gebrauch gemacht. Die Toten müssen nicht durchgefüttert werden. Alter. Die Schwachen sterben, damit die Starken überleben. Ihr habt sie in eine Falle gelockt. Es war eine Probe. So machen wir das hier. So funktioniert die Welt. Alter, wie ist sie drauf? Wir werden beobachtet. Von der Schwester. Das geht gar nicht klar, hey. Kate? Zeigt euch! Also, so langsam bereue ich es, wie gesagt, dass ich die Leute nicht dazu verdammt habe oder mich entschieden habe, dass ich sie wiederbelebe, ne? Wie? Du trägst keine Waffe? Zurück zum Lager mit dir!
All diese langen Jahre. All die langen Jahre wollte ich sein wie du. So stark sein wie du. Ich dachte, wäre ich nur so stark wie meine Schwester, hätte ich sie gerettet, die Frau, die ich liebte. Ich wollte immer sein wie du. Und jetzt erkenne ich, dass ich das immer war. Kalt, selbstsüchtig, ein Gefühlskrüppel. Und die Frau, die ich liebte, musste dafür sterben. So viele Tote. Du hast sie auf dem Gewissen, so wie ich Deborah auf dem Gewissen habe. Sieh uns an, wir sind erbärmlich. Alles, was ich getan habe, habe ich getan, damit du überlebst. Du bist meine Schwester und ich liebe dich. Würdest du mich lieben, wenn ich schwach wäre? Oder würdest du mich auch den Wölfen zum Fraß vorwerfen? Wie kannst du das nur denken? Oh. Weil wir es beide tun würden. Genug! Ich habe eure Drecksarbeit gemacht. Ich habe das Monster verbannt, das angeblich nicht existierte. Und jetzt kenne ich die Wahrheit. Ich weiß Bescheid. Ich habe diese schwere Entscheidung gefällt. Denkt ihr, das fand ich toll? Denkt ihr, das wäre einfach gewesen? Ah, es ist immer so hin und her, ne? Also, einerseits, klar, die hatten ihre Motive und es ist auch nur menschlich, aber andererseits haben sie damit Leute gefährdet und sogar in dem Fall getötet. Wäre es so viel schwieriger gewesen, sie zu retten? Ihr habt sie zurückgelassen, weil es das Einfachste war. Einfach? Seht euch um! Hier ist nichts einfach, selbst für die Starken nicht. Und die Schwachen haben überhaupt keine Chance. Nein, besser sie sterben schnell, damit der Rest überlebt. Die Wölfe haben uns einen Dienst erwiesen. Alter! Besser werden einige gerissen, als dass alle verhungern. Auf makabre Art ergibt das Sinn. Es ist trotzdem nicht richtig. Vertraut ihr eurer Schwester? Könnt ihr euch auf sie verlassen? Habt ihr Angst vor ihr? Wen kümmert es, was ich fühle? Ich kenne die Wahrheit. Ohne Thickskin Newsmith würden wir alle verhungern. Was passiert jetzt? Könnt ihr den Leuten wirklich Hoffnung geben? Ich nicht. Ihr. Wenn sie hören, dass der Verbanner die Bestie getötet hat, werden sie vor Hoffnung überschäumen. Wenn wir bei dieser Geschichte bleiben. Es ist halt echt so ein bisschen wie Vampyr, ne? Du kannst die Leute kannst du einzeln auslöschen. Und dann im Endeffekt wird das ganze Dorf wahrscheinlich verdammt, wenn ich... Ja, da muss ich halt wirklich alle hier opfern, um Althea dann am Ende zu retten, aber das mache ich ja natürlich nicht. Ja. Die Bestie sprach mit vielen Stimmen. Eine davon habe ich, schon einmal gehört. Die Stimme aus der Kirche. Antheas Mörderin. Euch, Kate, warf sie Verrat vor. Kümmert euch um euren Mist, Verbanner, und ich kümmere mich um meinen. Das Ding hat nichts mit mir zu tun. Sie spricht die Wahrheit, aber das tat die Bestie auch. Es hat sie nicht grundlos angeklagt. Euer Tagebuch ist nicht vollständig verbrannt. Ihr habt es gelesen? Wie könnt ihr es wagen? Tja. Ihr habt eine Frau geliebt. Sie starb. Ihr tragt die Schuld noch immer mit euch. Wollt ihr die New Eden deshalb verlassen? Ihr seid mit der Frau, die ihr geliebt habt, nach New Eden gekommen. Sie starb. Ihr seid noch hier, oder nicht? Sie hat Angst. Sie schlägt um sich, um sich nicht der Finsternis in ihrem Herzen stellen zu müssen. Das Leben steckt voller harter Entscheidungen. Vielleicht habt ihr die bestmögliche getroffen. Vielleicht doch nicht. Aber ich darf jetzt euren Mist wegmachen. Vielleicht sind sie noch nicht bereit. Gebrochene Herzen brauchen Zeit zum Heilen. Falls sie jemals heilen. Tuschelt ruhig. Ich bereue nichts. Der Fluch traf uns und nur ich erkannte die Bedrohung. Ich habe gehandelt. Und nun bin ich es, der handeln muss. Alter, was? Du wirst die aktuelle Säule der Gemeinschaft mit einem Ritual der Schuld opfern, oder? Du wirst die derzeitige...
Ich sollte der Gemeinschaft verschonen und ihr Verantwortung, die Verantwortung überlassen. Also könnte ich jetzt beide opfern oder nur Dicks, ja. Also Kate nicht, aber ja. Ich verschone sie natürlich. Auch wenn's. Oh Mann, ey. Das ist schwer. Das ist richtig und schwer. Ihr werdet beide leben. Lang genug, um eure Schuld anzuerkennen. Und vielleicht sogar zu vergeben. Als wären sie jetzt überrascht, als hätte ich sie doch eher umgebracht. Der Hass, den diese Kreatur auf dich hat, der Fluch muss etwas damit zu tun haben. Daran gibt es keinen Zweifel. Du hier? Meine Liebste, wenn du mich hören kannst, ich... Deborah! Vergib mir! Oh, bitte vergib mir! Oh nein, voll traurig. Sie tut mir ein bisschen leid. Das war natürlich nicht ihre Absicht, aber ja. Du brauchst Ruhe. Sprich nicht mit mir. Eure Bezahlung, Verbanner. Erstickt daran. Alter, hätte ich dich umbringen sollen, wäre dir das lieber gewesen, du blöde Kuh. Wow. Oh, das klärt sich aber ganz schnell auf. Der Fluch hier ist gebrochen. Wow, okay, das war ein sehr starkes Ding jetzt, finde ich. Oh, Samheim-Pfeife. Ich hoffe, sie können sich aufrappeln. Jupiter-Leuchten. Dafür haben sie jetzt genug Zeit. Drei Geißelanlagerungen. Geht es dir gut? Ich spüre den Hunger. Aber ich bin hier. Und du auch. Alter, okay, das war jetzt einiges. Eine Geißel geboren aus Zorn und Verrat, ein Ungeheuer aus Knochen, Fleisch, Holz und Moos, die in eine tierische Gestalt gezwängt wurden. Ein primitives Amalgam aufgebrachter Schrecken, dessen Geheul wie ein Chor aus den Stimmen der Toten und kreischenden, schrillen Pfeifengeräuschen, die direkt aus der Hölle stammen könnten, klingt. Ja, die Bestie ist eine Geißel. Sie wurde geformt aus den Schemen der Siedler, die von Tixkin wissentlich geopfert wurden, und der Geist von Kate Newsmiths verstorbener Geliebten hat die Macht über dieses Amalgam. Alter Schwede, was für eine Geschichte, ey. Richtig gut. Richtig, richtig. Hat mir echt gut gefallen jetzt, die Sache. So, was habe ich jetzt alles bekommen nochmal? Drei Geißelanlagerungen. Ein grober Splitter eines Edelsteins mit schwarz-roter Färbung, der eine furchtbare, finstere Aura ausstrahlt. Das Herz. Ein blutverspähtes Herz aus Holz. Also das Herz der Bestie. Als die Bestie im Sterben lag, riss Red ein blutverschmiertes Stück Holz in Form eines Herzens aus ihrer Brust. Diese mächtige Fessel ist durchtränkt von der Essenz des Avatars des Verrats, einer Manifestation des Nachtmaß. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spurgebettung durchtrennt wurde, genau, dann nähert sie sich daran. Was haben wir? Nee, warte mal.
Die sieht man hier gar nicht, die Ausrüstungsgegenstände, ne? Die sieht man nur hier. So, was haben wir denn? Das ist schon eine Stufe. Nee, das ist dieselbe. Ah, jetzt unterscheiden sich die Werte mal so ein bisschen. Also die Geisterpunkte und Spektralresistenz. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, werden 20 Geisterpunkte wiederhergestellt und Antea leidet 5% weniger Schaden. Mehr Weisheit, weniger Zorn. Ich verstehe immer noch nicht so ganz. Manifestationsschaden und Atheas Schlagangriffschaden nach perfekter Wechsel wird erhöht. Naja. Da lasse ich ja lieber Zorn, oder? Aber das hat mehr Geisterpunktgewinn. Ah, ich weiß nicht. So, und dann haben wir hier noch Jupiterleuchten. Jeder Gegner, der mit einem Schlagangriff getroffen wird, erhöht den Schaden von Schlagangriffen um 15%. Ah, das ist gut. Man hat weniger Zorn, mehr Ausdauer und damit mehr Geist. Ah, ich weiß nicht, der macht halt weniger Schaden, ne? Ja, ich nehme das. Ich mag das, weil die sich so stapeln, die Effekte übrigens. Ich habe eine neue Kniff... Ne. Da steht doch neue Ausrüstung. Okay. Die Bestie. Krass. Hat Spaß gemacht, auch wenn der Kampf jetzt... Ist halt kein Dark Souls, ne? Sag mal, wie es ist kein Dark Souls. Aber der Kampf, wie gesagt, hat trotzdem Spaß gemacht. Die Reise fortsetzen. Was ist, wenn ich jetzt nochmal zurück will? Geht's immer weiter, ha? Huh? Warte mal, wenn ich jetzt weitergehe... Oh, nee, das dauert noch ein bisschen. Krass. Da geht's auch noch? Nee, das ist der Fluss, da geht's nicht weiter. Bin mal gespannt, wenn ich die anderen Fähigkeiten kriege, dann muss ich nochmal alles abklappern hier, aber ich freue mich ein bisschen drauf. Weil irgendwie ist es schon sehr cool. Alter, das ist... Auf ins Tal des Todes. Alter, das ist schon sehr geil irgendwie. Ich finde es ja ganz cool, dass es immer weitergeht, aber wahrscheinlich können wir später auch noch zurück und noch mehr Quests machen. Ey, das ist heftig. Ich krieg grad eine gute Gänsehaut. Eigentlich ist Gänsehaut immer gut, irgendwie. Guck mal, wie alles überzieht, wie so ein Schleier. Und da wohnen bestimmt auch Leute da unten. Und ganz am Horizont ist halt die Kirche, ne? Es ist schon sehr krass. Leute, ich freue mich drauf, wie es weitergeht, aber hier ist jetzt erstmal Schluss. Wie immer danke ich euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den nächsten Part. Ich definitiv. Und ja, morgen geht's ja schon weiter. Ha, super. Alles klar. Bis dann, ne? Und nicht vergessen, Däumchen hoch. Tschüss.